Das 6-Tage-Rennen auf TV Berlin wird Ihnen präsentiert von der Allianz F200, Ihre Agentur für Versicherungslösungen für Privat- und Gewerbekunden. In der Friedrichstraße 200 in Mitte und jetzt neu auch in der Cottbuser Straße 4 in Kreuzberg. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einem TV Berlin Spezial. Wir senden ja immer einen Tag zeitversetzt, das heißt, morgen Abend berichten wir für Sie natürlich vom großen Finale hier beim Berlin Six Day. Aber heute gab es auch allerhand Dinge zu erleben. Wir haben interessante Talkgäste auch für Sie wieder hier im Vorfeld des Finales beim 107. Berliner Sechstagerennen. Ja, und mein Kollege Jan-Olaf Strakholder bringt Sie sportlich auf den neuesten Stand, denn die beiden Favoriten Roger Kluge und Theo Reinhardt, die müssen natürlich auch einmal in einem Beitrag von Ihnen gewürdigt werden. Es ist so ausgeglichen wie nie zuvor. Der Gesamtsieg im Berliner Velodrom, so hart umkämpft wie selten. Ein Umstand, der zum einen natürlich besonderen Reiz bietet, zum anderen aber auch Gefahren birgt, denn man muss die Konkurrenz vor und hinter sich genau beobachten. Als das Feld bekannt gegeben wurde, hat man gesehen, dass es sehr, sehr eng wird. Und das war schon so abzusehen. Das macht uns das Leben natürlich auch nicht leichter, weil wir gehören ja mit zu den Favoriten. Das heißt, wir müssen auf die Holländer, Belgier aufpassen, was gut machen. Aber dürfen natürlich die Mannschaften hinter oder um uns rum halt nicht aus den Augen lassen. Das macht es halt relativ schwierig, auch was gut zu machen. Ne? Kurze Analyse nach der großen Jagd. Das deutsche Vorzeigeteam, bestehend aus Roger Kluge und Theo Reinhardt, das im besten Fall natürlich als Gesamtsieger aus dem Velodrom gehen soll, bespricht sich. Ganz optimal ist das zurückliegende Rennen allerdings nicht gelaufen. Wir sind ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Die Favoritenmannschaften vorne, die Holländer und die Belgier, haben dann noch die Runde genommen. Wir wollten dann noch nachsetzen, da hatten sie dann was dagegen, haben uns zurückgeholt und dadurch haben die Runde verloren. Die gute Laune beim Team Kluge Reinhardt bleibt allerdings. Es ist ein Auftakt in eine vielleicht große Zukunft, denn mit Blick auf Olympia will man als Standardteam zusammenbleiben. Der Chef im Oval bleibt allerdings Roger Kluge. Er ist schon noch der Chef, der die Tipps gibt und der auch das Kommando hat. Es gibt natürlich auch manchmal Situationen, wo ich vielleicht die klügere Idee habe, aber es ist eher selten und er ist ganz klar bei uns der Regieführer sozusagen und das ist auch völlig okay. Es bleibt natürlich die Frage, wann der entscheidende Rundengewinn forciert werden soll. Wenn der Moment sich bietet, werden wir ihn immer nutzen. Ne? Roger Kluge und Theo Reinhardt wollen alles geben am letzten Tag des Berliner 6-Tage-Renns, damit die 1 auf dem Trikot auch am Ende des 107. Berliner 6-Tage-Renns die Nummer 1 im Gesamtklassement sein wird. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, aufmerksame Besucher des 6-Tage-Renns werden ihn kennen, Robert Bartko. Hallo erstmal und wie gefällt Ihnen das diesjährige 6-Tage-Rennen? Ich bin heute den zweiten Abend hier und das, was am Donnerstag als Eröffnungsnacht als Highlights gesetzt wurde, fand ich super. Legendenrennen, war sehr interessant zu sehen, wie die alten Hasen hier sich verkauft haben. Ja, und dann die neue Generation eben in ihren Jagden hat mir gefallen und auch das etwas modernere, jüngere Programm gefällt mir sehr gut. Wenn Sie so an Ihre aktive Zeit zurückdenken, gerade wenn Sie sagen, als ich hier war, die Legenden und die Newcomer, ist da ein bisschen Wehmut mit dabei? Nein, ist gar nicht dabei. Ich genieße den Konsum als Zuschauer. Das macht mir viel Spaß, die jungen Rennfahrer zu beobachten. Aber ich habe selber viele Jahre ja 6-Tage-Rennen bestritten und mit dem Schlussstrich konnte ich auch gut abschließen. Fragt der aktive Fahrer immer, wie haltet ihr euch fit? Wie trainiert ihr? Wie schwer ist es Ihnen dann gefallen, abzutrainieren? Da fällt ja auch seine Belastung vom Körper ab. Ja, also das Abtraining, das funktioniert nicht so. Nicht wirklich gut, aber im Prinzip, wenn man so viele Jahre, also fast 3 Jahrzehnte lang Leistungssport betrieben hat, muss man rein theoretisch auch ein Leben lang Sport treiben und aktiv bleiben. Und es ist deutlich weniger geworden an Umfängen, aber die Bewegung macht nach wie vor Spaß. Jetzt eher dosiert mit der Familie. Was würden Sie den jungen Talenten raten? Wie kommen die weiter im Radsport? Sie haben ja gesagt, 30 Jahre haben Sie miterlebt. Das waren aber andere 30 Jahre, als Newcomer vielleicht heute erleben werden. Also wie kann man auf die Jahre hinweg erfolgreich weiterhin bleiben? Oder ist das beim Thema Rad eigentlich ein Urprinzip?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass das Training, sehr ehrgeizig zu sein, hohe Zielstellungen zu haben, die Ziele konsequent zu verfolgen und auch bei Niederlagen nicht aufzugeben, sondern immer am Ball bleiben. Und dann ist in der Regel auch Erfolg möglich. Und das hat sich, glaube ich, nicht geändert. Was macht Robert Bartko heute nach der aktiven Zeit? Wo sind Sie tätig? Wo kann man Sie noch erleben? Ich kann mir gut vorstellen, viele kommen hier auf den Six Day zu Ihnen und wollen auch über die gute alte Zeit reden. Aber wo sind Sie jetzt aktiv? Der Six Day sind ja mal ein ehemaligen Treffen. Das ist wirklich so aktuell. Ich arbeite im Leistungssport nach wie vor und bin aber im Eisschnellerverband für das sportliche Management verantwortlich. Also Robert Bartko bleibt der Hauptstadt treu erhalten und dann neben 6-Tage-Rennen sowieso. Vielen Dank für den Besuch. Ja, alles neu, alles anders hier beim 107. Berliner 6-Tage-Rennen. Neu ist natürlich auch, dass die Sprinterfrauen erstmals mit dabei sind. Weltklasse-Niveau hier beim Berlin Six Day. Und das ist eine Herzensangelegenheit des sportlichen Leiters Dieter Stein, dass die Sprinterfrauen hier mit dabei sind. Ja, und für meinen Kollegen Jan-Olaf Strakholder ist es natürlich auch eine Herzensangelegenheit, Ihnen diese Sprinterfrauen einmal genauer vorzustellen. Sie hat Historisches geschafft, denn sie ist die erste Sprinterin, die einen Bahnrekord im Rahmen des Berliner 6-Tage-Renns aufgestellt hat und die ihn dann auch wieder gebrochen hat. Christina Vogel ist nicht nur im Velodrom die schnellste Frau, sondern auch weltweit. Ich bin froh, zweiter Tag, zweiter Bahnrekord. Merke natürlich die Beine von gestern. War auch lang, war anstrengend, aber ich bin stolz. Also die erste Frau bei den 6-Tage-Rennen überhaupt. 3 Siege gestern, heute noch Bahnrekord, also könnte weiter so laufen, gell? Nach dem Damenrennen ist es nun auch endlich soweit, dass die Sprintfrauen im Berliner Velodrom mit am Start sind. Die Damen, die stets Kontrahentin sind, feuern sich entsprechend an, dass Christina Vogel von Anfang an Feuer und Flamme für das Projekt Frauensprintrennen im Rahmen des Berliner 6-Tage-Renns gewesen ist, steht dabei außer Frage. Wir kämpfen seit Jahren. Das ist natürlich ein bisschen noch Anerkennung vom Frauensprint und Frauenradsport. Und ich glaube, das Publikum liebt es. Da sind wir da, um harte Wettkämpfe zu zeigen. Wir wissen auch die Faszination vom Frauensprint. Der ist anders als der Männersprint, aber nicht hässlicher, nicht langsamer, genauso geil. Und deswegen bin ich ganz stolz, hier sein zu dürfen. Die Athletinnen befinden sich derzeit in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft. Statt Training in der Abgeschiedenheit heißt es beim 6-Tage-Rennen in Berlin Kraft tanken durch positive Zuschauer-Vibes. Für uns natürlich so eine schwierige Situation, weil wir mitten auf die Vorbereitung für die Weltmeisterschaft sind, die knapp einen Monat stattfindet. Aber es ist ein bisschen hartes Training und vor allem mal Motivation sammeln, weil unter so einem schönen Publikum hier zum Fahrrad fahren zu dürfen, du wirst angefeuert, die Leute screamen und schreien, die kommen runter und wollen 10 Autogrammkarten haben. Es ist so ein bisschen so ganz viel Bodenenergie, die man sammeln kann. Die Regenerationsteilung mit Maximilian Levy in der gemeinsamen Kabine klappt im Übrigen auch reibungslos. 6-Tage-Rennen ist wie eine Familie. Es ist hier ganz eng, aber es ist ganz angenehm während vieles. Also ich liege genauso oft drin wie er. Der schnelle Vogel fängt den Sieg und so früh wird die Konkurrenz wohl kaum aufstehen können, dass sie Christina Vogel den ersten Gesamtdamen-Sprintsieg bei den Berlin Six Day wegschnappen kann. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hoher Besuch hier heute beim Berliner 6-Tage-Rennen vom Bund Deutscher Radfahrer. Darf ich begrüßen den Chef des Ganzen, Rudolf Scharping. Guten Abend erstmal, herzlich willkommen hier beim Berliner 6-Tage-Rennen. Guten Abend. Herr Scharping, der erste Eindruck, wie gefällt es Ihnen hier? Die Halle ist voll, die Stimmung ist gut, oder? Ja, tolle Stimmung und ich nehme an, das wird auch noch ein bisschen spannend, sportlich. Ja, und da wollen wir mal schauen, also neues Konzept, sieht sehr erfolgreich aus. Aber können Sie gut nachvollziehen, dass viele sagen, okay, wenn ich hier zum 6-Tage-Rennen komme, dann habe ich schon eine Affinität zum Thema Radfahren. Und natürlich, wenn ich die ganzen Sportler hier sehe mit ihren Erfolgen, dann will ich das auch selber vielleicht mal in meine Freizeitaktivitäten mit integrieren. Naja, also es gibt bei allen Verkehrsteilnehmern manchmal Ausschläge in die falsche Richtung. Kann immer vorkommen, auch bei Radfahrern. Aber ich sage nochmal, wenn die Rücksicht aufeinander nehmen, wenn die Regeln beachten, wenn eine gewisse Vorsicht da ist, bei Radfahrern zum Beispiel durch Tragen eines Helms, dann ist das Ganze für alle Beteiligten am öffentlichen Verkehr sinnvoll.
Ja, liebe Zuschauer, den Namen Maximilian Dörnbach, den muss man sich einfach merken. Hallo erstmal, herzlichen Glückwunsch, ist dein erstes Mal hier in Berlin. Erstmal, wie zufrieden bist du mit den Ergebnissen, die du bislang erreicht hast? Also aktuell bin ich sehr zufrieden. Wir kommen gerade aus dem Trainingslager aus Kapstadt. Wir sind voll in der WM-Vorbereitung drin. Die Erschöpfung merkt man natürlich noch im Bein und dementsprechend fährt man das ja aus dem Training. Aber damit bin mit der Leistung aktuell bin ich sehr zufrieden. Man muss natürlich dazu sagen, Matthias Wolfram, wer hier in Berlin auf dem 6-Tage-Rennen zu Gast ist, kommt an ihn nicht vorbei. Überall steht sein Name. Du hast mir Maximilian empfohlen, du hast gesagt, das wird mir der Top-Mann. Warum bist du so Feuer und Flamme für ihn? Also erstmal habe ich natürlich mit etlichen hier in diesem 6-Tage-Rennen-Zirkus gesprochen. Die haben mir gesagt, das ist der Geheimtipp. Und, aber man kann gar nicht über Geheimtipp reden, wenn man 5-mal Europameister der Junioren sieht, einmal Junioren-Weltmeister und dann auch schon 2-mal deutscher Meister. Also wenn das keine Meriten sind, dann weiß ich nicht. Klar, da sind noch ein paar Jungs, die jetzt sozusagen dem Karriereende zustreben. Er ist am Beginn der Karriere und ich denke mal, in wenigen Jahren wird er darum kämpfen, sozusagen im Sprinter Cup, den wir seit Jahren ja auch sponsern, ganz vorne zu sein. Und darauf freue ich mich natürlich. Du kommst ja aus dem wunderschönen Thüringen. Ist es eine hohe Bürde, dass so viele Leute jetzt schon sagen, der wird mal was, dass du dann denkst, ah, Mist, ich muss ja auch jedes Jahr liefern. Natürlich sieht man das als Sportler auch sehr gerne, dass viele darüber reden und sagen, du hast das Potenzial, du bist ein Talent und wir sehen dich auch in vielen Jahren da oben, aber man muss dann auch selbst quasi die Ruhe bewahren, man muss das als positive Stärkung nehmen, aber man darf dann auch, wenn es mal nicht läuft, darf man dann auch nicht die Schuhe einfach so wegwerfen und sagen, das ist scheiße, ich will das nicht, sondern man muss dann auch sagen, ich habe die Zeit, ich nehme mir die Zeit und komm mit Ruhe zur Kraft und mit Ruhe da oben auch ans Ziel, wo ich hin will. Wir hoffen, dass wir auch in den kommenden Jahren noch möglichst viel, vielleicht auch als das neue Nachwuchstalent hören werden. Vielen Dank euch beiden und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch Ihnen natürlich vielen Dank für Ihr Interesse. Heute Abend, morgen Abend gibt es gern alles rund um das Thema große Finale hier auf dem Berliner 6-Tage-Rennen. Schönen Abend, vielen Dank. Das 6-Tage-Rennen auf TV Berlin wird Ihnen präsentiert von der Allianz F200, Ihrer Agentur für Versicherungslösungen für Privat- und Gewerbekunden. In der Friedrichstraße 200 in Mitte und jetzt neu auch in der Cottbuser Straße 4 in Kreuzberg.